verrückt. Der kennt mich. Yo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen wundervollen Video. Wir sind gerade auf dem Weg in ein Restaurant nach Berlin rein und es ist wundervolles Wetter. Und wir gucken einfach mal, was heute passiert. Ich bin mit Charlie und Philipp unterwegs. Warum lacht ihr so? Yo. Einfach so. Vor uns sind doch zwei Motorradfahrer, aber die kennen wir nicht. Keine Ahnung, wer das ist. Lasst gerne ein Like und ein Abo da, wenn euch sowas gefällt. Und jetzt gehen wir rein ins Video. Ich will mal so eine süße Chaya treffen am Steuer. So eine süße. Ich habe auch keine Angst vor sowas. Aber es müssen die richtigen Frauen sein. Ich mache das jetzt gleich bei einer alten Frau. Wenn du sagst, dass ich Angst vor sowas habe, dann... Nee. Das wirst du mir fallen. Ich habe auch nicht Rolle. Guck mal, ich rolle. Warum rolle ich? Hey! Die ist so neben die Tankstelle. Ich roll nicht. Wollen wir uns mal die Dings angucken? Die Limo? Was ich weiß, dass da Sixpacks draufstehen. Also ich glaube, das ist eine Stripper-Limo. Ah, ja, na dann erst recht. Glaubst du, da sind Stripper drin? Ich glaube, da sind keine Stripper drin. Ich glaube gerade nicht, weil sie stehen ja. Perfekt, Beleg brauche ich keinen. Schönen Tag. Wollt ihr kurz sitzen? Oder? Nee. Buddy hat Hunger. Hey! Guck mal. Dicker. Hier? Er? Ich hab gelernt, man soll auf den Ellenbogen gucken, damit es richtig klatscht. Und jetzt auf den Ellenbogen gucken. So, siehst du, sag ich doch! Auf den Ellenbogen gucken! Jetzt auf den Ellenbogen gucken, auf den Ellenbogen. Nein, auf den Ellenbogen gucken. Ja, okay, war nicht so kack, also nicht so. Hä? Was ist das? Das ist eine Gefährdung für den Straßenverkehr. Wollen wir eine Rettungsaktion machen und den Ballon von der Straße holen? Nee, das ist im Gegenverkehr, ne? Nee, Geisterfahrer schaffe ich nicht. Kennst du Balloni? Nee. Von Phineas und Ferb? Nee. Was ist, also ich kenne Phineas und Ferb, aber Balloni kenne ich nicht. Was ist denn Balloni? Ach, du zeigst es auf Handy. War der beste Freund von Dr. Doofenshmirtz. Ach doch, kenne ich. Kenne ich, aber ich wusste nicht, wie der Name ist. Das war Balloni. So, komm, Abfahrt. Oder? Wenn Mama Hunger hat, dann müssen wir los. Buddy hat Hunger. Oh, bitte sag das nicht, das ist ganz cringe. Echt? Ja. Okay, was sage ich sonst? Wenn Mommy Hunger hat? Na! Wenn unser Bruder Hunger hat, dann müssen wir uns um ihn kümmern. Jo. Das ist in Ordnung. Ich guck mir jetzt nochmal die Limousine hier an. Digga, so eine Lackierung auf dem Motorrad wäre auch ein bisschen cool, sage ich euch ehrlich. Ich gucke jetzt in alle Autos und sobald ich eine schöne Frau sehe, werfe ich dir einen Kuss zu. Mon ami, das ist halt meine Hauptmission, einen Kuss zu werfen an eine fremde Frau. Ich sag mal so, seine Traumfrau lernt man nicht mit Absicht kennen, sondern aus Zufällen wie diesen. Versteht ihr? Nee, das ist eine Mutti. Das auch. Vor mir. Vor mir. So. Vor dir. Vor auf die linke Seite und ans Fenster. Das Fenster ist sogar offen. Okay, das traue ich mich doch nicht. Da sind Kinder im Auto. Guck, da ist ein Kind im Auto. Digga, wäre ich an das Auto gefahren, hätte ich dem Kind einen Kuss zugeworfen. Soll ich dem Kind, ich gebe dem Kind an der nächsten Ampel eine Bohrfist, okay? Der guckt so süß nach vorne. Ey, nach hinten. Du wirst nicht lachen, wenn die Mom dann aussteigt und ich gehe dich anschauen. Was fährst du mein Kind an? Hallo? Hallo? Krieg ich eine Bohrfist? Schönen Tag! Oh Leute, ich trau mich nicht weiter vor. Das war so süß, das war so süß. Aber jetzt stehst du richtig unangenehm vor den Digga, warum ist da eine Polizistin einfach, eine Motorradpolizistin? Ach, das war so süß, ich muss öfter so gute Sachen machen. Sowas muss man viel öfter machen eigentlich, warum machen wir sowas nie? Das stört mich jetzt voll. Ja, ab jetzt, Kinder hat immer ein kleines Lächeln ins Gesicht zaubern. Hey, was ist hier? Türkische Hochzeit! Bazaar, da müssen wir auch hupen gleich, wenn wir vorbeifahren. Da vorne ist eine türkische Hochzeit. Na da, die Harleys und so. Lass auch mal hupen, wenn wir vorbeifahren. Oh. Geil, richtige Action haben wir jetzt hier gemacht, na siehst du mal. Ja, Mann. Hey. So mal was los hier in der Bude. Nee, in dem Kaff. So. Ich kann gar nicht so schnell mit meinem linken Daumen piepsen. Ja, ich bin da geübt drinne mit dem linken Daumen. Dem rechten auch. Das ist schön. So. Alles gut, schlaf mein Baby.
Alles wird gut. Ich weiß, hier ist warm. Hast du irgendwas drunter unter dem Hoodie? Ja, ein T-Shirt. Schöne. Oh, du hast so eine massive männliche Brust. Wow. Oh, Polizei. Dann würde ich den Blinker ausmachen, Philipp. Oh, Polizei. Mein Blinker hat ADHS. Aber der ist alleine. Der ist wie Disco, Digga. Disco, Pogo, Dingelingeling, Dingelingeling. Weiter kann ich den Song nicht mehr. Ich habe ihn schon so lange nicht mehr gehört. Der Otzen singen. Ja, Mann. Ach, wir sind ja jetzt gleich schon da, ne? Bei dem Restaurant. Ja. Ja. Hey. Oh, Mobbyfahrer. Ja! Nee, ich mach jetzt schon aus. Ich hab schon ausgemacht. Auf korrekt, auf süß. Charlie lässt laufen. Aber mein Motorrad kommt hier Alter, nicht runter, Charlie, ohne dass ich umfalle. Du schaffst es nicht. Hä? Mein Motorrad kommt hier nicht runter, ohne dass ich umfalle, Leute. Oh, Charlie macht's wieder so uncool. Doch, doch, das geht. Hä? Doch, das geht. Lass fallen. Hä? Warte, Digga, das ist ein Seitenständer. Du könntest hier den Seitenständer raus. Obwohl, ich glaube, wenn du hier runterstellst, dann fällt's um, oder? Wenn, also, per. Ja, ich glaube, da fällt's um. Das schafft's nicht. Ja, das ist kein Problem. Ich habe aus Versehen gegen dein Motorrad getreten. Tut mir leid. So, wir bestellen kurz was zu essen und trinken erstmal was, essen was, es ist warm. Bis gleich. Wie war das Essen? Sag mal, gib mal ein Ranking. 10 von 10? Echt? Jetzt bin ich aber wieder gestärkt, mir geht's gut. Ist schön. Oh, mein Spiegel, guck mal. Hallo, Charlie, na? Na? Hallo. Oh, Ficken, ich krieg das nicht. Oha! So zäh blau, die Lippe. Von Jumper. Sorry. Das war nicht lustig. Von Claire hat Spaß daran, Mädchen weh. Wow, 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 wow. Statement. Davon distanziere ich mich. Mann, Philipp, mach doch mal jetzt. Deswegen habe ich gesagt, lass uns den Helm am Tisch aufsetzen. Wie peinlich ist denn das? Wir sitzen hier mit Helm und du bist noch nicht fertig. Todesunangenehm, Philipp. So. Wir könnten so einen coolen Auftritt haben. Ich kann nicht hören, er hat seinen Helm nicht auf. Ist ja dumm. Ich hasse, ich bin so froh. Du redest, Per, er kann dich nicht hören. Er hat seinen Helm weiß, nicht auf. Ich weiß, ich bin so froh, wenn Philipp irgendwann nicht mehr dabei ist. Wirklich. Ich hoffe. Stinkt voll. Ich hoffe auch ein bisschen, dass er heute Abend einen Unfall hat. So. Spaß, zurückgenommen. Zu okay, zurückgenommen. Rot, rot, rot. Oh, was ist das? Digga, what the fuck? Mein ABS ist einfach ausgegangen. Hä? Ja, das ist mir mal mit 200 auf die Autobahn passiert. Geht's dir gut? Ja, na klar geht's dir gut, aber mein ABS ist ausgegangen. Digga, ich hab grad einen Stoppy gemacht. Das war voll geil. Ist das nicht so mit auch mit Steve passiert? Ja, genau. So war Steve sein Unfall. Genau so. Ich habe in die Bremse gegriffen und mein ABS ist einfach ausgegangen. Zum Glück weiß ich, wie man reagiert in so einer Situation, Digga, und hab die Bremse aufgemacht, aber es hätte jetzt auch nach hinten losgehen können. Ich sag, wenn die Kamera aus wäre, dann hätte er einen Unfall gemacht. Ja, safe. Das liegt an der Kamera jetzt. Die Kamera ist der Segen mal wieder. Aber der war nicht clean. Der war auch nicht hoch genug. Der müsste noch ein bisschen nach oben fürs nächste Mal. Digga, stell dir mal vor, ich hätte die gleiche Bremsung machen müssen, nicht bei 30 wie gerade, sondern bei 90. Dann hätte ich mich nach vorne komplett überschlagen. Ich musste das bei 200 machen. Nein, du hättest einen 12-O-Clock-Stoppy gemacht. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir Eis gegessen haben. So, wir fahren jetzt los, mal wieder. Ziehst du jetzt mal deinen Helm auf, Digga, wenn du gleich wieder 10 Minuten brauchst. Meine arme Lebenszeit. Leute, seht ihr hier an meinem Handgelenk eine Rolex? Nein, was bedeutet das? Dass ich keine Zeit habe. Ja? Was ist hier? Digga, die stehen auf dem Dach? Ja, ja. Was? Digga, hä, was ist das hier? Aber warum stehen die hier so? Hier ist doch aber irgendwas. Nee, morgen ist Fußball. Morgen ist erst Fußball. Ja. Hä, was ist denn hier? Mit Kamera. Was? Aber was ist hier? Guck mal, die,
Guck mal nach rechts, ist da irgendwas? Ich will jetzt mal gucken, lass uns mal langsamer, lass mal stehen bleiben. Ach, hier ist eine Demo oder so. Niederlande, Chines, nee. Surrender steht da. Oh, ich weiß es nicht. Eine Engländer, das sind ganz eine Engländer. Oh, stimmt, ja, stimmt. Du meinst, die feiern hier schon vor so mäßig, die feiern so vor? Ja. Alter, mein Kopf ist überlastet mit Geräuschen gerade. Kennt ihr das in Minecraft, wenn man mehr als 130 Sounds hört, dann hört man gar keine Sounds mehr. Dann schaltet Minecraft einfach die Sounds ab. So fühle ich mich gerade. Oh mein Gott, ich dachte erst, der Typ wird getötet. Ich sehe immer die Unfälle, bevor sie passieren, aber sie passieren nie. Versteht ihr? Potenzielle Unfälle. Genau. Oh, das sehe ich auch als Unfall, du Sohn. Oh, Jesus Maria. Habt ihr das gesehen? Hat es irgendwer gesehen? Ja. Der Taxifahrer ist einfach immer weitergefahren. Der ist immer weitergefahren. Philipp, der wollte nicht anhalten. Stellen wir uns cool hin? Schuli wären hin. Stellen wir uns uncool. Okay. Alles gut. Du hast es verursacht, alles gut. Charlie, du machst das falsch. Charlie macht es jetzt noch uncooler. Ich schwöre. Mann, ich krieg die Karre doch sonst nicht raus. So, wir sitzen hier erstmal ab und gucken mal, was so passiert. Schaffst du es noch bis zu der Tanke, wo wir das Shampoo kaufen wollen? Das war das erste Mal in meinem Leben, ich aufhöre. Digga, wir haben uns gerade wirklich so knapp geknutscht. Ich schwöre dir. Digga, ich habe so knapp Philipp weggerammt. Das war wirklich ganz close up, Alter. Da habe ich wirklich noch gut reagiert. Das wundervolle Video endet hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne ein Like und ein Abo und eine Bewertung da. Wir sind jetzt alle schon relativ K.O., deswegen fahren wir jetzt einfach nach Hause und gucken dann mal, was so passiert. Der war geil, ja. Der war geil. No comparison. You anything but regular, it's evident. You my healing, you my medicine. You knew me before I knew me. You really been for me ever since.